Na, komm ran hier. Zack, der nächste Schubi. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Schön auf entspannt, 15 Meter weit, im Nahkampf sozusagen hier auf die Karpfen. Gar nicht schlecht. Direkt hier mal den nächsten rausziehen. Also, ich teste gerade die wohl aktuell wirklich gut laufende Köderkombination oder zumindest Aromenkombination, denn ich habe hier verschiedenste Köder dran, aber grob geht es halt immer in eine Richtung und die scheint doch ganz vernünftig zu gehen. Ich habe noch nicht mal eine Futtermische draußen und es wird immer besser und es läuft immer besser. So soll das doch sein. Also hier 15 Minuten oder nicht mal ganz 14 Minuten, ein bisschen rumgetestet noch. Und es geht halt jetzt schon los. Pro Minute ein Fisch oder sogar schon mehr. Und das ist immer ein richtig gutes Zeichen. Das wollen wir haben. Mehr Fisch als Minuten, die wir hier rumstehen. Das ist immer top. Wenn dann die Größen auch noch stimmen. Alles richtig gemacht. Also wir gucken gleich mal direkt rein, was denn hier so läuft und laufen soll. Und tja, wie ich das genutzt habe, mehrfach zu sehen. In den Rekorden Tintenfisch, Kräuterpellets mit Krabbemuschel auflösend. Das Ganze in der Kombination, also Pellet und sinkender Boilie, ganz klar. Wir sind hier also mit der klassischen Haarmontage unterwegs, kann man relativ schnell schon nutzen. Einserhaken habe ich jetzt hier nur verwendet. Warum Einserhaken? Ich will mal wieder Frequenz. Kein Bock hier auf die großen Trophies. Wenn ihr Lust habt auf dicke Trophies und die dicken Dinger rausziehen, dann geht natürlich die Frequenz runter und dann verwendet ihr hier vielleicht einen 1-0er Haken mal, also mal deutlich größer nochmal reingehen, auch von den Boilies oder Pellets her nochmal deutlich größer reingehen und natürlich auch gleich noch eine Futtermische. Futtermische gucken wir uns gleich noch an, habe ich noch gar nicht, wie gesagt, verwendet. Ich stehe hier wie immer oder wie häufig, lauffaul wie ich bin, einfach hier direkt in der Nähe von der Base. Also einfach hier runtergelaufen, direkt an dem Tümpel und dann hier auf 15 Meter. 15 Meter hier vorne quasi hin zwischen diesen beiden Schatten. Einfach in die Mitte immer geworfen und dann läuft das. Ja, das Ganze sieht hier dann direkt nochmal so aus. Zweimal einfach hier die kleineren Kombinationen, also die kleinen Boilies oder Pellets verwendet. Das gibt es, wie gesagt, auch als größere Pellets. Wenn ihr größere Brocken haben wollt, dann würde ich anfangen erstmal mit größeren Pellets oder mal eine Route mit großen Pellets, zwei Routen mit einer kleineren Köderkombi, dass man eine schöne Frequenz hat und zwischendurch vielleicht die Chance auf einen dicken Drill. Dritte Kombi ist jetzt ein bisschen anders. Das ist eine Kombination, die man auch vor Monaten immer mal wieder schon gesehen hat. Octopus Tintenfisch-Kombination, Tintenfisch-Mische, das ist quasi eine ganz klassische, altbekannte Kombination. Das mit dem auflösenden Boilie, mit dem sinkenden Boilies und so, das ist vielleicht nicht ganz so häufig verwendet, aber gerade Octopus-Tintenfisch, gerade auch Tintenfisch-Only, klappt immer wieder gut. Und ich gucke gerade mal eben rein, oh, die Route ist noch draußen. Wir gucken einfach mal gerade nach Tintenfisch. Ja, da gibt es sogar auch noch Futtermische. Hier ist sogar noch Tintenfisch für einen Bernie auf kurze Distanz. Roter Tintenfisch, Tintenfisch, Kräuterpellets. Weißt du was, das nehmen wir doch einfach. Da mische ich mir gar kein PVA. Da nehme ich jetzt einfach hier die Mische auf 15 Meter. Ich gehe nochmal ein Stück nach hinten. Und man wirft ja so ungefähr 20 Meter raus. Passt das? Maximal ausgeworfen. Noch ein Stückchen weiter nach hinten. Und dann gib ihm. So, zwei. Ja, ich werfe jetzt hier einfach mal so 10 Bällchen raus. Dann füttern wir das Ganze hier mal so ein bisschen an, die ganze Area. Und dann müsste das doch hier ganz gut gleich laufen. Einfach erstmal so 10 Futtermischen ungefähr raus. Und dann werde ich so, ja, mal gucken, vielleicht so 4 Uhr morgens nochmal ein bisschen was nachwerfen. Und dann wieder um 16 Uhr nochmal immer so 3-4 Bällchen dann hinterhergeworfen. Und weiter geht's. Na guck, auch sogar hier jetzt ein bisschen was Größeres. Das ist doch schon mal gut. So macht das doch dann auch Bock. Wenn man hier wirklich Frequenz hat, wenn das läuft, zack, Spiegel, jawohl.
So, direkt wieder raus. Gerade nochmal kontrollieren. Ja, passt. Also von der Reichweite her, glaube ich, weit genug ausgeworfen. Oder vielleicht gleich eher so auf 16 Meter nochmal auswerfen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit geworfen. Aber im Großen und Ganzen passt es schon. So, direkt wieder raus damit. Ja, müsste eigentlich passen. Genau. Und damit geht auch hier rechts außen geht's auch los. Auf der Pop-Up-Kombination. Wie gesagt, mit Pop-Up. Wenn ihr ganz klein unterwegs seid und hier vielleicht noch mit einem relativ schwachem Setup rumsteht, also sowas vielleicht mit einer HSV, 17 Kilo an Vorfach, ungefähr 18 Kilo Vorfach, dann vielleicht einfach nur Mais verwenden. Also Tintenfisch Mais, da gibt es zwei Varianten. Es gibt Tintenfisch Rot, es gibt Tintenfisch Gelb. Ruhig beide Kombinationen kaufen, jeweils mal so ein größeres Päckchen und dann einfach mal testen, was gerade dann besser läuft. Und dann lübt es und ja, vielleicht kann man sich danach Stück für Stück dann ja schon ein paar Skillpunkte aneignen und natürlich noch ein bisschen Silber. Aber jetzt geht es hier gerade richtig ab nach der Futtermische. Haben wir eigentlich schon mal richtig reingeguckt in die Mische? Ich mache die gleich nochmal schnell auf. Hier ist auch schon wieder was dran. Direkt vor der Nase ist er schon. Komm ran hier. Und der nächste. Ja, also wild das Ganze. Richtig wild. Läuft sehr, sehr gut. Tintenfisch in verschiedenen Kombinationen. Tintenfisch, Krabbe und Co. Vielleicht geht ja auch irgendwas mit Fisch. Tintenfisch, Fisch, Krabbe, Fisch. Und wir gucken nochmal schnell in die Futtermische rein. Und es geht schon weiter. Tintenfisch. Hier ist sie. Also, kurz im Detail. Das ist die Kombi. Einfach mal Roggenkleie als Basis. Bisschen was Würzigeres kann man, glaube ich, machen. Warum auch nicht? Genauso könnt ihr aber auch einfach Erbse nehmen oder Mais einfach nehmen. Da einfach mit der Basis ein bisschen rumspielen. Und dann eben Tintenfisch Feed Pellets und hier Tintenfisch Kräuter Feed Pellets. Also zwei Kombinationen. Tintenfisch Feed Pellets, also roter Tintenfisch Feed Pellets. Und mit Kräutern und Tintenfisch dann als Soße. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Genau, das sind die hier, Tintenfischkräuter, Tintenfischkräuter und dann hier Rot. Gerne natürlich immer hier die etwas größeren. Je größer die Partikel sind in einer Futtermische, umso eher werden eben auch größere Karpfen angelockt und dann raus damit. Grundsätzlich könnte man hier natürlich auch noch eine Kombination machen, vielleicht einfach Mais mit reinmachen. Wenn du jetzt also nur mit Pop-Up Mais unterwegs bist, würde ich hier eine Komponente rauslassen, vielleicht hier die größte. Und dann so ein bisschen mehr auf Masse gehen, dann vielleicht Mais als Basis nehmen, Maiskomponente nochmal mit reinmixen und dann ist das schon mal wieder so ein bisschen optimierter, ach du Schande, für Mais-Pop-Up, dass da noch ein bisschen was geht. Ja, ich glaube, das ist es hier am Spot. Sieht doch alles schon wirklich gut aus. Wir gucken auch gleich nochmal direkt in den ersten Moment, also die erste Momentaufnahme hier gleich in den Kescher rein, was das kohlemäßig bisher gebracht hat. Aber es sieht wirklich gut aus. Auch größentechnisch, selbst hier auf dieser Kombination. Ja, gar nicht verkehrt. Schnell wieder raus damit, damit ich hier gleich noch weitermachen kann. Zack, zack, zack. Von der Zeit her 23 Minuten, exakt 23 Fische. Wunderbar, so kann das doch weitergehen. Und dann schauen wir mal eben rein in der kurzen Zeit, jetzt was das gebracht hat. Vorab natürlich ein bisschen Testerei, also ich sag mal so rund 5 Minuten würde ich jetzt ungefähr abziehen, aber im Großen und Ganzen passt schon, 180 Silber. Ja, schmeckt. Also, so sieht das aus, Kratsching, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Kohle. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.